Liebe Schülerinnen und Schüler, heute werdet ihr zwei Beispiele zur Oberfläche des Zylinders selbstständig lösen. Unser erstes Beispiel lautet: Gegeben ist ein Zylinder mit R ist gleich 3,5 cm und H ist gleich 10 cm. Gesucht ist die Oberfläche des Zylinders. Rechne mit drei Nachkommastellen, achte dabei auf Runden und gib das Endergebnis als ganze Zahl an. Drücke nun auf Stopp und versuche das Beispiel selbstständig zu lösen. Um uns die Oberfläche des Zylinders zu berechnen, benötigen wir die Grund- sowie die Mantelfläche. Wir beginnen daher mit der Grundfläche. Die Formel hierzu lautet R hoch 2 mal Pi. Wir setzen für R 3,5 ein und erhalten somit eine Grundfläche von 38,4845 Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist gerundet 38,485. Somit beträgt die Grundfläche 38,485 Quadratzentimeter. Als nächstes die Mantelfläche. Hierzu lautet die Formel 2 mal R mal Pi mal H. Wir setzen für R 3,5 und für H 10 ein und erhalten eine Mantelfläche von 219,9114 Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist gerundet 219,911. Die Mantelfläche beträgt daher 219,911 Quadratzentimeter. Im letzten Schritt setzen wir diese zwei Zahlen nun in die Formel für die Oberfläche ein. Diese lautet O ist gleich 2 mal G plus M. Wir setzen für G 38,485 und für M 219,911 ein und erhalten somit eine Oberfläche von 296,881. Das ist gerundet 297. Da wir die Oberfläche ja als ganze Zahl angeben mussten, beträgt unsere Oberfläche nun 297 Quadratzentimeter. Unser zweites Beispiel lautet: Du möchtest einen Aufbewahrungsgegenstand, welcher die Form eines Zylinders hat, mit buntem Papier verschönern. Wie viel Quadratzentimeter Papier benötigst du dafür, wenn dieser Gegenstand einen Durchmesser von 5 cm sowie eine Höhe von 5 cm hat und du mit 10% Verschnitt rechnest? Rechne mit drei Nachkommastellen, achte dabei auf Runden und gib das Endergebnis als ganze Zahl an. Drücke nun erneut auf Stopp und versuche dieses Beispiel zu lösen. Wir haben hier also den Durchmesser und nicht den Radius gegeben. Wir wissen aber, dass der Durchmesser 2 mal R ist. Somit formen wir die Formel D ist gleich 2 mal R auf R um, setzen 5 für den Durchmesser ein und erhalten 2,5. Der Radius beträgt daher 2,5 cm. Im nächsten Schritt berechnen wir uns die Grundfläche. Wir setzen für R erneut 2,5 ein und erhalten eine Grundfläche, welche gerundet 19,635 ist. Daher ist unsere Grundfläche 19,635 Quadratzentimeter. Im nächsten Schritt berechnen wir uns die Mantelfläche. Wir setzen wieder für R 2,5 und für H 5 ein und erhalten eine Mantelfläche, welche gerundet 78,540 ist. Daher ist unsere Mantelfläche 78,540 Quadratzentimeter. Wir setzen nun diese beiden Zahlen in die Formel für die Oberfläche ein und erhalten eine Oberfläche von 117,81 Quadratzentimeter. Nun ist die Frage, wie viel Quadratzentimeter Papier wir benötigen, wenn wir mit 10% Verschnitt rechnen. Daher rechnen wir die 117,81 mal 0,1 wegen den 10% Verschnitt und das ergibt uns einen Verschnitt von 11,781. Wir rechnen daher zur Oberfläche den Verschnitt hinzu. Daher 117,81, also die Oberfläche, plus den Verschnitt von 11,781 ergibt 129,591. Wir sollen das Endergebnis aber als eine ganze Zahl darstellen, daher 130 Quadratzentimeter. Wir benötigen daher 130 Quadratzentimeter, um unseren Gegenstand mit buntem Papier zu verschönern. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und wir sehen uns beim nächsten Thema wieder.